Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum nächsten Part Age of Empires 4. Im letzten Part haben wir mit Genghis Khan bereits die große Mauer niedergerissen. Davor hatten wir auch schon eine Schlacht an der Kalka und jetzt sind wir in der dritten Mission beim Mongolischen Reich. Die Schlacht um Xiongnu, vielleicht spricht man so aus, sein Streben nach der Weltherrschaft führte Genghis Khan zu den Mauern der wohlhabenden chinesischen Hauptstadt Xiongnu. Let's go! Genghis Khan hatte erfolgreich die große Mauer Chinas durchbrochen. Er führte seine Streitmacht zum größten Juwel des Ostens, zur Hauptstadt Chengdu. Er belagerte die Stadt in dem Wissen, dass ihre Bewohner nicht ewig ausharren konnten. Die Schlacht von Chengdu, also mit Sch einfach, gell? Chengdu. Chengdu war ein bedeutendes Zentrum des Handels, der Medizin und der Technologie. Um diese erhabene Stadt zu erobern, würde sich Genghis Khan einer langsamen, jedoch bewährten Strategie bedienen. Den Aushungern. 1215 und damit sind wir immer noch hinter der ersten Mission. Ich bin mal gespannt, aber generell ist der Zeitstrahl nicht so lang wie beim 100-jährigen Krieg. Ist ja auch irgendwie logisch, weil der 100-jährige Krieg ging 100 Jahre. Ich bin gespannt. Ich kenne das Aushungern aus ein paar Filmen. Aber ich bin gespannt, wie die das hier umsetzen und ich denke, wir müssen dann einfach belagern. Oder mehrere Posten halten. Als Genghis Khan auf die funkelnde Hauptstadt Chengdu zuhielt, hisste er das schwarze Kriegsbanner zum Kampf gegen seinen alten Feind, die Qin-Dynastie. Um die stark besetzte Hauptstadt zu erobern, mussten die Mongolen den Nachschub aus Chengdu unterbinden und die Armee aushungern lassen. Hoffentlich kriegen wir es hin. Wies der Khan seine Krieger an, Qin-Gebäude und Dörfer rund um Chengdu zu überfallen. Okay, häufen sie ein Reichtum an. Das passiert ja. Okay, die fliehen. Schnell sprach sich der Wohlstand der Armee herum und mongolische Soldaten aus dem Norden sahen sich dazu gezwungen, sich dem Kampf anzuschließen, um selbst Beute abzustauben. Ja, hier macht sich jetzt die Mechanik von dem Plündern bemerkbar. Jedes brennende Gebäude gibt 50 Gold. Ich weiß gar nicht, wie es in den Gefechten ist, wie viel man da bekommt. Aber ich glaube, hier ist die Mechanik nützlicher dann. In der Kampagne kann man sie nützlicher einbinden als dann im tatsächlichen Gefecht. Aber ich, wie gesagt, ich habe mit den Mongolen noch nie ein Gefecht gespielt. Ich mag das nicht, wenn man keine Mauern bauen kann. Ich bin der defensive Player. Hier ist ein Goldvorkommen, aber ohne Leute, so wie es aussieht. Was hatten wir hier nochmal? Fallt ein Signalpfeil ab, der die Rüstung von Einheiten im Umkreis und die um 3 und ihre Geschwindigkeit 15 Sekunden lang erhöht. Okay. Ihr könnt auch eigentlich darauf, wo ihr wollt. Das kann noch nützlich werden. Na, na. So, du kommst von der Brücke, gell? Das heißt, da gehen wir dann als nächstes hin, weil ein Gebäude brauchen wir noch. So, na, komm. Sehr schön. Jetzt geht's über die Brücke. Ich glaube, hier über den Fluss hätten wir gar nicht gekonnt. Da kommen Einheiten. Wir haben ja zum Glück die bewegenden Schützen. Frage ist, ob wir das wagen wollen oder ob wir zurückstürmen möchten. Wir möchten zurückstürmen. Weil von hinten brauche ich nicht auch nochmal Leute, die dann kommen. Die Schafe, ich weiß jetzt ja nicht, ob wir die brauchen, aber okay. Ja. Au. Der ist tot. Im Turm schießen alle oder schießt nur eine bestimmte Anzahl? Genghis Khan, mach mal was. Die machen nämlich Aua. Wow, wir verlieren ganz schön, habe ich so das Gefühl, gell? Ich weiß gar nicht. Nee, nur der schießt, gell? Hallo, ich möchte den. Danke. Ich weiß es. Oder schießt der auch? Doch, der schießt auch. Scheiße. Jeder schießt. Aber es wäre schlau gewesen, das Gebäude wahrscheinlich mitzunehmen. Ja, es brennt. Na gut. Verstärkung. Häufen Sie mehr Gold an. Ja, wir sind dran. Als sie von den erfolgreichen Überfällen des Khans hörten, schlossen sich mongolische Siedler und Soldaten seiner Armee an.
Mit einer immer stärker werdenden Armee richtete der Khan seine Aufmerksamkeit auf die Hauptstadt. Er wollte die Armee von Zhongdu aushungern lassen, indem er ihren Nachschub abfing. Das dachte ich mir schon. Ach, guck mal, hier kommt der Nachschub her. Eliminieren Sie die Händler, die Märkte von die Zhongdu beliefern. Ja, da waren wir mitten dabei. Anscheinend sollen wir hier unser Dorf errichten. Sehe ich das richtig? Dorfzentrum. Hier. Was haben wir hier? Ger, was war ein Ger nochmal? Ich glaube, das war so eine Sammelstelle, gell? Und hier hast du eine Weide für Nahrung. Dann hier hin. Bleibt ihr mal hier. Greifen die noch an. Wir kriegen hier wieder mehr Gold. Das bedeutet dann wahrscheinlich auch mehr Leute. Wir können hier mal kurz die Rüstung erhöhen. Machen die noch Schaden? Ja. Okay, wir müssen wahrscheinlich dauerhaft das Ding hier, also Sammelpunkt für die neuen Schar. Zum Glück haben wir Dorfbewohner. Sonst haben wir, hätten wir ein Problem. Tierkadaver. Nein, das brauchen wir nicht. Das auch nicht. Okay. Oh, wir haben nur noch 13. Wir haben jetzt an diesem beschissenen Turm mehr als die Hälfte unserer Armee verloren, gell? Uiuiui. Das ist nicht lustig. Na gut, wir gehen mal zurück. Wahrscheinlich hätten wir das Ding hier mitnehmen sollen. Ich gehe hier mal voran mit R. Wobei, kommen wir, dass ein Genghis Khan noch kommt. So, mehr sind wir einfach stärker. So, ihr geht mal bitte hier hin. Wünsche viel Spaß. Ja gut, jetzt müssen wir aufbauen halt. Der vielleicht nicht ganz so spannende Part beginnt jetzt, aber ein wichtiger Part. Kann ich irgendwie... Ich muss die andere überschreiten. Ah, das wollte ich nicht. Ja gut, dann macht halt. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Alter, wie viel hält denn das aus? Ist ja krass. Oh, da kommt, glaube ich, was. Ja. Versorgung. Man könnte sie vielleicht noch so hier drüber abfangen, aber weiß ich nicht. Hier haben wir noch Gold. Okay, ja, hier hätten wir ganz einfach die Verstärkung holen können. Zählen die Felder auch? Können die auch brennen? Ja, die geben anscheinend auch. Sehr schön. Gut, hier rüber kommen die jetzt. Ja, so richtig verstärkt ist das nicht irgendwie. Muss ich die direkt beim ersten Mal abfangen oder? Ich glaube, ich habe Zeit, gell? Ist ja dann meine Entscheidung. Ja, ne, vergiss ich. Ja. So, wir können aber hier mal lang. Weil den können wir eigentlich schon abfangen. Ich wüsste jetzt nicht, was direkt dagegen spricht. So. Hi. Wir müssen mal kurz hier hinter. So. Genghis Khans Armee schlug den Händler nieder, der mit einer neuen Lieferung auf dem Weg nach Zhongdu war. Mit jedem getöteten Händler verlor Zhongdu Vorräte für mehrere Tage. Auf diese Weise nahmen die Mongolen der Stadt systematisch den Atem und hungerten ihre Garnison aus. Genau, und wie lang? Das ist ja auch noch eine wichtige Frage. Wie lang müssen wir das Ganze machen? Ach, hier kommt der Nächste. Ja, keine Ahnung, wie ich hier hin soll. Hey, da kann ich auch die ganze Stadt gleich einnehmen. Muss ja einmal außen rum. Achso, warte mal, hier kommt auch einer. Die kommen immer gleichzeitig, oder wie? Hat das einen Grund, warum die hier lang laufen und nicht da? Vorräte haben. Ein Händler schaffte es sicher in die Stadt und berichtete über die Zahlen und Bewegungen der Mongolen. Okay. Ab sofort nutzte Zhongdu alle militärischen Hilfsgüter, die eintrafen, für den Gegenangriff auf die Steppenangreifer. Was? Ja, Militär ist ungeil. So, oh, wir dadurch kriegen wir auch Ressourcen. Okay, dann gib mal her, dann gehen wir in Stufe 2. Solange Zhongdu nach wie vor gut versorgt und standhaft blieb, konnte es jegliche direkte Angriffe der Mongolen abwehren. Bist du... Was machst du? Was zum Teufel?
Wieso? Was haben die gemacht? Ich hab einmal kurz nicht hingeguckt. So, geh mal hier hin. So, so. Ja, auch gleich mal dorthin. I love it. Achso, haben wir Stein? Da oben. Ja, der muss halt jetzt beide... Also die beiden kriegen wir, glaube ich, ganz gut abgefarmt. Ich sehe halt noch nicht einmal das Ding. Ah doch, hier. Oh nee, diese... Nein, das Klicken hier in dem Spiel ist eine Katastrophe. Ich muss mal drehen. So. Bin Profi in dem Spiel übrigens. So. Wieso kommen die immer wieder her? Wir sind ganz schön in der Bredouille hier. Möchte ich mal kurz anmerken. Nehmen wir mit. Ach komm, klicke einfach. Danke. Nahrung, wichtig, glaube ich. So, da auch. Oh, neue Verstärkung. Nice. Wichtig. Handwerker, schön. Geht doch mal dahin. Wir brauchen Holz vor allem. So, du kannst mal hier hin. Wir bräuchten eigentlich noch so ein Ding hier. Aber können wir gerade nicht machen. Na gut. Was haben wir denn hier eigentlich? Kaserne. Oh. Noch eine, dann hier hin. Wie viel brauchen wir jetzt? 500. Ah, für Anhänger, okay. Okay, das geht ja. Wir bauen ja ab, sogar. So. Ja, ja. Die Hälfte behalten wir halt, das ist scheiße gerade. Tatsächlich. Deswegen müssen wir darauf achten, dass es weniger werden. So. Okay, wir können mal Pferde, ich glaube es ja gar nicht. 3 Stück. Warum nur so wenig? Weil Nahrung fehlt, okay. Dann, kannst du mal kurz noch so ein Gär bauen? Nee, was brauche ich? Weide. 1, 2, 4. Okay. Hier noch so ein Pferdestall. Ihr habt nichts zu tun, dann... Baut auch noch eine Weide. Na, können wir gerade nicht. Ja, dann wartet. Da kommen sie. So, Genghis Khan ein. Oh, wir können mal mehr machen. Hey. Nein, wir haben einen verpasst. Das ist jetzt richtig belastend. 400 Steine, naja. Da kommen die nächsten. Wir müssen mal. Wo geht der lang? Oh, neue Einheiten. Nice. Was ist das? Noch ein Stall. Nice. So kriegt Genghis Khan also Einheiten dazu. die Dorfbewohner können mal auf das Gold noch. Dann geht das schneller. Und die. Was? Nee. Da drauf. Und da drauf. Hier da drauf. Und danach den da. Der baut noch gar nicht. Doch, jetzt so. Okay, wobei wir könnten die anderen auch auf eine andere Route mal schicken. So. Wir können ja einfach mal die hier halten. Und die Pferde, das sind zwar nur 7, mit Genghis Khan am besten dann. Und den da, die können wir mal dahin schicken. So, so. Ihr könnt dorthin. Hier kommen halt neue Einheiten. Was macht das? Fühlt Gebäude schnell, steckt sie schnell in Brand. Das brauchen wir nicht. So, wir kriegen wieder mehr Einheiten. Nice. Jede 500.
So. Genau, ihr könnt mal hier bleiben. Was macht ihr? Was bist du? Ein Schießstand. Nice, haben wir noch gar nicht. Dann geh mal hier hin. Und hier, die, bis auf die Dorfbewohner, ja. Kannst du mal hier hinschicken. Der Dorfbewohner kommt einfach noch hier hin. Ja, sind die gerade alle aus? Not bad. Die generell mal... Hä? Die können doch hier sich um die Schafe kümmern. Warum machen die das nicht? So. Die Mongolen versuchten, sie aufzuhalten. Aber ausreichend Chin-Händler schafften es nach Zhongdu, um dessen Militär vollständig aufzustocken. Sorgfältig geplant, gingen die Chin zum Gegenangriff über. Was? Nee, das möchte ich generell nicht. Sorgfältig geplant? Was heißt sorgfältig geplant? Das ist sorgfältig geplant. Ah nee, hier kommen neue. Ich brauche mehr Einheiten. So. Wir haben noch Platz. Kein Thema, also. Wir brauchen mehr Nahrung. Die Mongolen schlugen den Qin-Gegenangriff nieder. Bald aber würde ein weiterer folgen, sollten die Qin-Händler das Militär Zhongdus weiterhin erfolgreich aufstocken. Ja, ja, jetzt machen wir hier nicht zur Schwarzmalerei. Das war das erste und letzte Mal. Das da, komm, geht mal hier hin. Wie auch immer ihr da hingehen wollt. 2, hier machen wir mal die 3 draus. Hier machen wir die 1 draus. Ne, warte mal, wo kommt die? Hier irgendwo. So. Wir kriegen ja auch Sachen hier durch, wenn die Sachen auswählbar sind. Hallo. Willst du mich... Ich hasse das Spiel. So, wann kriegen wir wieder... Ach, wir kriegen gar keine Verstärkung mehr. Wow. Ich dachte, wir kriegen immer noch ein bisschen, dass es so dauerhaft ist. Wie lange müssen wir da eigentlich standhalten? Ich frage für einen Freund. Die haben Vorräte, was? Achso, die haben Vorräte bekommen. Ich weiß ja nicht, Leute, ob das das Zielführendste ist, was ihr machen könntet. Also klar, die kommen hier lang und so, aber... Stimmt, eigentlich ist das clever hier. Aber das werden die sicher gut abgekämmt haben, wenn das hier so eine wichtige Brücke ist. So. Die Mongolen verwehrten der Stadt weiterhin die Vorräte und Zhongdus Garnison wurde von Tag zu Tag schwächer. Wie lange müssen wir das machen? So, kümmere dich drum. So, erstmal hier drum. Na komm. Tschüss. So, hier kommen die nächsten. Ja, ja, das machst du prima. Geht mal wieder hier hin. Hier haben wir jetzt, glaube ich, genug. So, hier auch wahrscheinlich. Oh, ich hasse das hier. Ich kann es nicht anwählen. Und dabei wäre es so wichtig. Ja gut, so kannst du natürlich auch mal rum. Warum denn auch nicht, gell? So. So. Ja komm, schnell, richtig. Ach, ihr seid doch dumm. Der Typ kriegt mit 4 KP das Ding noch durch. Und da kommt schon die nächste Armee. Ja gut, die halten wir nicht mehr aus. Die hier auch nicht mehr. Na gut. Wir haben unser Bestes gegeben, würde ich sagen. Vorräte haben Zhongdu erreicht.
Zumindest halten die hier durch. Man muss es positiv sehen. Wie viel Platz haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen tatsächlich. So. Ja, ich glaube hier generell, das ist 1, das ist 3, haben circa 30 Einheiten. Jedes Regiment. Das ist jetzt 2 wieder, hat auch 30. Gut, die kommen hier durch, das weiß ich. Jetzt können wir uns aber vielleicht ein bisschen besser hier hinstellen. Ich weiß es nicht. Hier können wir schon mal die nächsten wieder hinschicken. Das ist dann die 4. Beziehungsweise ich versuche es mit der 2 gleich zu kombinieren. So, dass hier gleich keiner durchkommt. Hier haben wir nur noch 30. Müssen wir bedenken. So. Also vielleicht auch hier oben mal nachsenden. Truppen. Was früher? Nee, früher Lanzenträger, lass mal. Eliminieren Sie, wie lange? Okay, wir müssen eine gewisse Menge, glaube ich, stoppen, oder? So. Damit sind die weg. Die Bogenschützen sind echt nice. Weil damit können wir viel machen. Mal gucken, hier kommen direkt gerade neue. Schnell erstmal hier sammeln. Na komm. Irgendwo hier ist die Truhe. Da habe ich sie. Nice. Nee, geht zurück. Also geht hier hin. Wichtig. Die hier, ja, werden langsam dezimiert. Ihr bleibt ziemlich stabil. Nein, wer ist die 2? Nein, die 2 soll hier bleiben. Ich meine, die 3 bleibt ziemlich stabil. Das seid ihr. Ich kann aber hier wieder Sachen nicht einsammeln. So. Warum? Ich drücke hier. Also, wie genau will man da noch genauer drauf? So, 100 Gold. Jetzt kannst du hier das mal einsammeln, das einsammeln. Und das reicht dann auch. Hier könnt ihr mal... Generell hier. So. Kommt hier welche? Oh ja, hier kommen welche. Dann bleibt ihr mal da. So. Geht hier drauf. So. Und dann könnt ihr hier mal bleiben und verteidigen. Ich glaube, jetzt könnten wir so... Ach so, das Ding läuft ab. Deswegen. Deswegen. Das heißt, wir müssen noch das machen. Genau. Und jetzt wird es weniger. Hier oben auch. Hier wahrscheinlich gleich auch. Aber gut, dann haben wir es gleich, glaube ich. Eine interessante Missionstaktik. Könnte man schneller machen wahrscheinlich. Wobei, das sind ja keine schlechten Konvois. In der Masse. Einzeln ja, in der Masse nein. Ja, wird nicht meine Lieblingsmission, sage ich mal so viel, aber... Ich meine, ein bisschen viel, oder? Weil das sind ja auch gut 20 Einheiten. Nicht ganz, aber gegen 26 Beschädigte. Darum finde ich jetzt nicht unfair, muss ich sagen. So, geh da drauf. Dann könnte das schon gewesen sein. Ja. Und damit ist wahrscheinlich schon die Mission rum dann. Oder auch nicht. Da Chengdu von der Hungersnot zugrunde gerichtet wurde, waren die Mauern der großen Qin-Hauptstadt nur noch mit einer schmächtig ausgestatteten Garnison besetzt. Verzweifelt und von der Außenwelt abgeschnitten, konnte Chengdu sich nicht länger zur Wehr setzen. Die Zeit für Genghis Khans Sturm auf die Stadt war gekommen. Okay. Plündern Sie Chengdu.
Dazu hätte ich gerne erstmal ein paar mehr Einheiten. So. Und... nein, da kommen immer noch welche. Ich dachte, das war's. Ja, geht mal hier vorne drauf. Ich dachte tatsächlich, das war's. Aber die Türme greifen nicht an, oder? Junge, wollt ihr auch angreifen? Anscheinend ja nicht. Die Armee lass mal hier einfach weiter bewachen. Ich meine, warum nicht? Ja, und keine Ahnung, warum hier jeder angreift, was er möchte. Ach so, weil die gar nicht in der Gruppe sind. Huch. Hä? Machen die, was ich sag? Anscheinend ja nicht. Die machen das, was sie wollen. Kann man machen, muss man aber nicht, sage ich immer. Naja, jetzt beginnt der spaßigere Teil. So, ihr kommt, ja. Oha, da kommen aber... Ich verliere anscheinend ganz schön Truppen. Da vorne. Anscheinend brauche ich auch mal wieder mehr Dorfbewohner. 3 Stück. 4 Stück. Beziehungsweise weniger auf Gold. Gold habe ich genug. So, da drauf. Ja, jetzt geht mal drauf. Ich lasse mich hier einfach abnippeln. So, ciao. Genghis Khan richtete den Zorn seiner mongolischen Krieger auf das Herz der belagerten Stadt. Was ist denn das Herz? Die Burg? Ne, der Palast. Achso, die Wahrzeichen. Das sind die ganzen Wahrzeichen. Kriege ich hier erstmal kurz so. Danke. Ich glaube, da kommen jetzt gar keine mehr, gell? Das Ding, was da losgeschickt wurde, war so ein Semi-Ablenkungsmanöver. Dann können wir mal hier angreifen. Kommt ihr mal hierher vielleicht? Die machen alle, was sie wollen. Ich sag's ja. So. Ja, wir verlieren mehr, als ich nachproduziere. Das fällt mir mal wieder gerade auf. Und das, obwohl ich schon groß echt nach... Also ich produziere schon gut nach. So ist ja jetzt nicht, dass ich nichts tun würde. Hä, was machen die? Achso, das Goldvorkommen ist erschöpft. Na gut, dann alle auf Nahrung, würde ich sagen. Was macht ihr? Greift hier an. So, ja, die Burg macht gar nichts. Ihr macht... Kriegt ihr Schaden? Ich glaube nicht. Was machen die? Weil ich die... Ich habe die wahrscheinlich in... Nee. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn ich ehrlich bin. So, setzen sie das Ding in Brand. Der Sieg war für die Mongolen zum Greifen nach. Ja, guck mal. Kann immer noch viel passieren. Scheiße. Das wollte ich nicht. So. Ja, gut, dann... Was retten sie an den Führer? So, hier kommt Verstärkung. Von unten... Da passiert gar nichts mehr. Hier sterben die ganz schön. Ich weiß zwar nicht, woher. Achso, weil hier Angreifer sind. Nee, hier hin. Plus, wieder. Oh Jimmy, ich verliere ja ganz schön Einheiten tatsächlich. So, das Ding ist in Flammen aufgegangen. Ich brauche mehr Einheiten. Die sind günstig anscheinend. Hier auch, mehr oder weniger. So, das Ding brennt. Und jetzt muss nur noch das Ding da brennen. Hoffentlich kriegen wir das hin. Durch die von den Mongolen entfesselten Welle der Zerstörung überrollt zu werden. Ja, hier kommt eine neue Welle. Und das Gute ist, die Burg greift jetzt nicht mehr an. So, gleich bist du gefallen, liebe Stadt von Genghis Khan. So, das muss doch jetzt reichen, oder? Ich glaube schon. Ja, das sieht gut aus.
Zhongdu fiel dem Zorn der Krieger Genghis Khans anheim und schenkte den Mongolen große Reichtümer. Die Plünderung Zhongdus würde als einer der schwerwiegendsten Siege Genghis Khans in Erinnerung bleiben. Doch das war erst der Anfang seiner Mission, ein weltumspannendes mongolisches Reich zu schaffen. Ja, anstrengend war es auf jeden Fall. Vor allem die Aushungerung, weil du halt an vier Sachen gleichzeitig kämpfen musstest. Deswegen konnte ich mich teilweise auch gar nicht so konzentrieren, wie ich es gewollt hätte. Aber naja, dann im nächsten Part, weil für den Part war es das natürlich, geht's weiter. Oh, 1240 in Kiew. Ist das nicht in Russland? Ich glaube schon. Ah ja, gegen die Rus steht ja auch da. Dann machen wir weiter im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bis dahin, bis zum nächsten Part. Habt eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.